Herzlich willkommen, meine Freunde, zur neuen Ausgabe von WWE Supercard. Und die letzte Woche ist wieder einiges passiert, über das wir reden können. Es gab jetzt gerade eben noch ein Update, was ich abgewartet habe, was Gott sei Dank nicht so lange gedauert hat, bis die Server wieder online waren. Also alles sehr, sehr schön. Und wir sehen hier schon mal den guten Undertaker. Hatte ja bei WrestleMania ein sehr gutes Match, was ich noch nicht gesehen habe, aber ich habe gehört, es soll sehr gut gewesen sein, weil es wie so ein Filmchen geschnitten war. Deswegen Undertaker als Eventkarte finde ich eigentlich geil. Kann man nie genug von haben. Undertaker, sehr gut. Wir gucken gleich mal, wer die Undercard ist. Ich weiß es selber noch nicht. Wie gesagt, ist gerade erst alles umgesprungen. Ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen drauf. Nicht unbedingt auf Road to Glory, aber auf die Karte. Die Karte ist ziemlich geil. Dann seht ihr auf der linken Seite, wenn ich es nicht verpennt habe, meinen letzten Pull. Die gute Alexa Bliss. Aber es ist noch mehr passiert. Also ich weiß nicht, was mit den Pulls los ist. Aber im Moment bekomme ich relativ viele Pulls. Wir sind WrestleMania Plus. Und meine Pulls kamen alle noch auf der normalen WrestleMania-Stufe. Was ziemlich krass ist, weil ich habe das Gefühl, bei der Royal Rumble-Stufe habe ich alle 3 Wochen einen Pull gehabt. Und jetzt habe ich in einer Woche 3 Pulls gehabt. Wir gucken mal drauf. Edge natürlich vorweggenommen. Den habe ich mir als Pro gesichert. Sehr, sehr schön. Erster WrestleMania 36 Pro, wobei noch kein normaler Pro dabei ist. Event Pros zähle ich ja eigentlich nicht mit, weil die sind relativ leicht zu bekommen, wenn man denn genug spielt. Hier die gute Alexa, freue ich mich sehr drüber, weil es mittlerweile die 3. Diva auf WM36 ist und mein Diven-Problem hat sich eigentlich damit so gut wie erledigt. Mir fehlt jetzt noch eine starke Diva und das könnte sogar noch eine Royal Rumble Diva sein, die mich weiterbringt. Aber ich habe auch ihn hier gezogen, den guten Bobby Fish. Ich weiß, es ist nicht die geilste Karte, aber hey, umsonst nehmen wir die auf jeden Fall sehr gerne mit. Bobby Fish, Roderick Strong war, glaube ich, beim letzten Mal im TBG-Pack, wenn ich mich recht entsinne. Und die anderen müsstet ihr eigentlich alle wissen, wo die herkommen. Da ist jetzt keiner bei, den ich irgendwie auf einem besonderen Wege vom Board gezogen habe. Bei den NWO-Fusionen ist rein gar nichts rausgekommen. Leider, da habe ich nichts bekommen, was über, ich glaube, ursprünglich war. Ursprünglich war die stärkste Karte und ansonsten hatte ich, glaube, fast immer Gothic da drin. Ich weiß nicht, was die mit ihrer Gothic-Stufe hatten, aber eigentlich gefühlt bei allen Fusionen, bis auf die eine, wo ursprünglich drin war, habe ich nur Gothic bekommen oder sogar schlechter. Also nichts Besonderes, leider. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet, von den Fusionen. Die waren ein bisschen mau. Aber okay, man kann ja nicht immer einen Treffer haben, haha. Und wir haben auch eine Premiere heute. Wir werden nämlich 3 TBG-Packs öffnen. Ich habe noch nie 3 TBG-Packs aufgespart. Das mag daran liegen, dass wir keine Dienstagsvideos machen von Supercard. Da ich die ja zumindest zeitweise erstmal unterbrochen habe. Deswegen öffnen sich neue Türen für neue Rekorde. Aber als allererstes, was machen wir auf? Selbstverständlich unsere Mittwochsaufgabe. So, die erste Mittwochsaufgabe. Oh, was ist denn hier? Ach so, natürlich, es gab ja ein Update, das wusste ich hier sogar noch gar nicht. Komplett unerwartet und überrascht. Eine neue Aufgabe für die Ausrüstungsgegenstände, die mit dem Update jetzt ins Spiel gekommen sind. Ich glaube, Ausrüstung gelten nur für WM36-Karten. Also darunter gibt es eigentlich keine Ausrüstung. Und so kann ich wenigstens zeigen, so ein bisschen, wie das aussieht. Es wird nicht ganz so aussehen, diese Karte. Doch hier, Vorreiter bis WrestleMania 36. Okay, dann verstehe ich es nicht ganz. Weil diese News, die aufgeploppt ist, da stand irgendwie, dass es nur WM36-Spieler betrifft. Entweder stimmt es nicht oder nur WM36-Spieler bekommen überhaupt diese Karten. Ich will mal hoffen, dass die nicht als Pull zählen, wenn ich die auf WM36 ziehe. Weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich brauche die Ausrüstung auch ehrlich gesagt nicht. Ich bin kein Fan von solchen Karten. Aber lassen wir es mal auf uns zukommen. Das könnte zum Beispiel, na, zumindest so ein kleines bisschen taktische Raffinesse ins Spiel bringen. Aber gut, wir bekommen ein Ausrüstungsstück Vorreiter bis WrestleMania 36 und 3 Karten zum Hochtrainieren. Ist jetzt keine Aufgabe, die mich übermäßig motiviert. Aber was müssen wir machen? Mache eine Karte zum perfekten Pro. Ja, ich habe immer besonders Lust, die Beast-Karten zu leveln, weil es überhaupt nicht verschwendet ist.
Setze das Draftboard durch Ziehen einer Karte mit Titan. Was? Ich muss 100 Mal das scheiß Board zurücksetzen? Boah, das kotzt mich ja bei der Mittwochsaufgabe schon immer an. Das dauert immer am längsten, es 10-mal zurückzusetzen. Aber wir haben eine Woche Zeit dafür. Also es sollte eigentlich mit der Ring Domination... könnte das vielleicht sogar schon so gut wie erledigt sein. Erlange eine WM36-Karte. Auch das könnte mit der Road to Glory, meine ich natürlich, nicht Ring Domination. Könnte mit der Road to Glory auch beendet sein, oder sollte zumindest. Erlange einen Star für deinen Katalog. Auch das, ja, wenn ich die Road to Glory ganz normal durchspiele, dann sollten da schon 2 Sterne bei rumkommen, außer dass die WrestleMania Undercard ist ein Pro. Was mir aber auch recht wäre, wir kommen schon irgendwie an diese Sterne. Was? 75 Money in the Bank Spiele? Ich hoffe, dass die das noch ändern und dass das auch Road to Glory Spiele sein dürfen. Weil ich überhaupt keine Lust auf Money in the Bank habe. Aber ansonsten liest sich die Aufgabe ganz gut. Die macht man nebenbei. Und für mehr motiviert die leider auch nicht. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Wir öffnen jetzt unsere Mittwochsbelohnung. Ich kann es nämlich langsam nicht mehr abwarten. Vor allem die TBG-Packs. Da juckt es schon länger in den Fingern, aber die wollte ich mir aufsparen. Wir öffnen in 3, 2, 1, Feuer, frei. Und okay, Undertaker auf Vorreiter. Cooles Bild habe ich leider schon. Ric Flair habe ich noch nicht. Da freue ich mich wirklich über das Bild. Das müsste sogar jetzt ein Stern sein für unsere Aufgabe. Und Adam Cole, den habe ich bereits. Also, ja gut, nichts würde ich nicht sagen, aber sie helfen uns leider nicht mehr, die Royal Rumble Karten. Es war jetzt nicht so schlecht, es war aber auch nicht übermäßig geil. Da brauchen wir jetzt nicht schön zu reden. Wo ist der Stern? Genau hier. Ric Flair, den hatte ich noch nicht. Da gibt es den ersten Stern für den Katalog. Und damit sollte das eigentlich auch schon abgeschlossen sein, wenn ich Road to Glory normal spiele. Und es sind ja Osterfeiertage. Heute letzter Arbeitstag. Und dann sind erstmal, ja, Osterferien hätte ich fast gesagt. Die fallen ja schon länger an. Wir haben Ostern. Das ist sehr cool. So, Road to Glory. Wir gucken mal rein. Wir drücken das auch weg am Anfang. Bla bla bla. Okay, Sid ist eine geile Karte. Also das wäre auch mal eine geile Eventkarte, wenn Sid mal eine Eventkarte kriegen würde. Würde ich auf jeden Fall feiern. Sid auf, was ist das? Zerstört. Dann haben wir WM35, Triple H, dann Bray Wyatt auf Katastrophe, eine schöne Oldschool Big Show Karte auf SummerSlam 19, Kane, ist das nicht eine Fusion? Das ist doch keine normale Albtraumkarte, ne? Das ist eine Fusionskarte. Also sehr geil, Kane auf Albtraum als Fusion. John Cena ursprünglich. Dann hier eine, ich glaube, das war eine Valentinstags-Fusion von AJ Styles auf Vorreiter. Royal Rumble ist Shawn Michaels. Die Undercard... Oh, shit! Die Undercard ist Roman Reigns und der ist tatsächlich Pro. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe generell nicht damit gerechnet, dass wir so eine krass starke Undercard bekommen. Ich glaube, Best of 5 ist sie drin. Nicht schlecht. Freue ich mich natürlich ganz besonders. Das wird mein erster regulärer Pro. Und dann Undertaker. Ja, das Bild ist jetzt nicht schlecht. Aber da sind bestimmt einige Bilder mehr, die cooler auf dieser Karte aussehen. Aber nichtsdestotrotz, geile Eventkarte, wo ich mich drauf freue, um die zu spielen. Aber noch ein bisschen mehr freue ich mich tatsächlich über Roman Reigns, weil der auch Pro wird. Ist ja mal richtig geil. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Damit fehlt uns aber auch ein Stern. Also irgendwoher müssen wir noch einen Stern bekommen. Aber ich denke, das ist das kleinste Problem. Wir wollen öffnen. Komm, ihr seid doch bestimmt genauso neugierig wie ich. 3 TBG-Packs, 3 Champions-Belohnungen vom 2., 5. und 7. April. Wir öffnen jetzt die erstmal vom 2. Wir fangen unten an. King Hoover, ziemlich... Ja, ich wollte gerade sagen, ziemlich geil gespielt. Naja... Es ging, ne? Es ging. Wir haben unsere Pünktchen geholt und es ist auch egal. Grüße gehen raus, falls es ein deutschsprachiges Team ist. Und wir öffnen Platin in 3, 2, 1, Feuer, frei. Okay, da ist schon mal nix. Mr. Perfect, geile Karte. Ich glaube, den habe ich aber schon.
Battle Point. So, das erste ist übrigens in die Hose gegangen. Das heißt, es steht 2-1 für die Tonne, was TBG-Packs angeht. Kingston und Triple H. Nur weil Triple H diesen Monat so ein Special hat, ist er da drin, oder? So. Weiter geht's. Also eine Karte sollte mindestens drin sein. Okay, ein ganz knappes Ergebnis. 15.000-0. Wir öffnen. Ist das der Ausgleich? In 3, 2, 1, Feuer. Frei. Tatsächlich ist es der Ausgleich. Richtig geil. Da kann jetzt was richtig Schönes drin sein. Cassius Ohno interessiert uns nicht, ist aber auch kein neuer Stern. Und wir gucken, was wird die WM36-Karte. Und... Ah, Joe Coffey, okay, eine schwache Karte. Eine richtig schwache Karte. Aber... will ich meckern? Eigentlich nicht. WM36 ist WM36, auch wenn, ihr wisst, es gibt Sting auf dieser Deckstufe. Ich will gar nicht darüber meckern oder irgendwie was andeuten. Ich will es nur erwähnt haben, dass es auch Sting auf der WM36-Stufe gibt. Sonst sage ich nichts. So, erstmal die Battle Points holen und zu guter Letzt Drew McIntyre. Joe Coffey machen wir natürlich trotzdem fest. Und er ist ein Stern und wir sehen anscheinend, war vielleicht Mr. Perfect doch ein Sternchen, ich weiß es nicht. Da haben wir schon das erste erledigt. Und wir öffnen das letzte Pack. Es steht 2-2, was die TBG-Packs angeht. Auch das ein guter Sieg. Active or Leave hat nicht ganz hingehauen, würde ich sagen, die Ansage. Wir öffnen in 3, 2, 1. Zum letzten Mal Feuer. Frei. Und leider nicht 3-2 für die Tonne. Ich hoffe, dass sich das irgendwann in die andere Richtung einpendelt. Seth Rollins und Karl Anderson sind die beiden. Keine Diva drin gehabt. Krass. Aber ich bin mit meinen drei Diven zufrieden. Wir hatten sehr viele Pulls, weswegen ich gar nicht so traurig bin. Aber die Ausbeute, die ist noch in Ordnung. Sting auch hier sehr schön, mit den Engelsflügeln. Naja, ich will gar nicht so lange über Sting reden. Nachher kriege ich den nicht. Zur Abwechslung kriege ich den vielleicht mal nicht auf der Stufe. Wir haben sogar zwei Sachen. Erlange eine WM36-Karte. Das ist uns mit Joe Coffey gelungen. Was haben wir da drin? Schön zwei Royal Rumble-Aufladungen. Ist nicht schlecht. Die Karten sind eigentlich ganz geil zum Leveln. Für was anderes kann man die ja eh nicht gebrauchen. Und die ersten 250 Verträge. Auch schön. Und dann gucken wir mal, ob wir den Rest auch noch irgendwie gebacken bekommen. Und vielleicht bekommen wir ja Gear, die wir irgendeinem Superstar anlegen können. Vielleicht auf WrestleMania 36. Gerne jetzt in die Kommentare. Erstmal, wie läuft's bei euch so, was WrestleMania 36 angeht? Oder Royal Rumble oder was auch immer für eine Stufe ihr im Moment seid. Wie findet ihr die aktuelle Road to Glory und die Eventkarte? Ich finde sie ziemlich nice, aber naja, ist halt auch der Undertaker, ne? Gab's jetzt auch schon 1 Million Mal als Event oder irgendwelche Special-Karten, aber eine geht noch. WM36, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wie sind eure TBG-Auswertungen, also eure Packs so? Habt ihr vielleicht noch Glück bei den NWO-Karten gehabt? Und ja, ich weiß, ich habe sehr viele Kommentare gelesen. Ich habe sie auch alle gelesen. Der Punkt ist nur, ich bin so platt abends. Ja, ich bin auch froh, dass ich diese Aufnahme jetzt noch hinbekommen habe. Ich komme nicht dazu zu antworten. Über die Feiertage werde ich auf jeden Fall versuchen, den Backlog an Kommentaren, die ich noch nicht beantwortet habe, zu beantworten, aber seid euch sicher, eure Kommentare sind nicht ungelesen. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch schöne Feiertage, ein schönes extra verlängertes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt weitestgehend zu Hause, auch wenn das Wetter echt geil werden soll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Renn dir hauen. Bis zum nächsten Mal.